jetzt in unserem Dinkelversuch in Ochsenhausen 2024. Den möchte ich Ihnen als erstes vorstellen und dann kommen wir danach noch zu unserem Emmer- und Einkornversuch, der ja eigentlich einfach nur einen kleinen Platz einnimmt. Beim Dinkel ist es gleich wie beim Winterweizen und unsere andere Wintergetreide, das heißt Vorfrucht war Kleegras. Die Fläche ist einmal am 12. April gestriegelt worden und am 30. März düngt worden mit Biogas-Gärrest. Das waren ca. 52 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar. Hier im Dinkel starten wir mit der Sorte Polcura. Die war letztes Jahr das erste Mal mit im Versuch, hat da aber unterdurchschnittlich beim Ertrag abgeschnitten mit 38,7 Dezitonnen pro Hektar. Und auch der Feuchtkleberwert war eher im unteren Bereich. Was aber auffällig ist, der Spelzeranteil ist insgesamt sehr niedrig. Bei 19,5% war der im vergangenen Jahr und der Durchschnittswert war bei 22,5%. Dann Sollernspelz als nächstes, das wäre ja eine sehr bekannte Sorte, die auch einfach nur viel im Anbau ist und auch bei uns einfach letztes Jahr gut abgeschnitten hat, im Durchschnitt mit 42,5 Dezitonnen pro Hektar. Die Feuchtkleberwerte sind einfach auch in den vergangenen Jahren schon sehr hoch gewesen. Letztes Jahr mit 24,3% die beste Sorte hier im Versuch. Also einfach sehr gute Qualität jetzt schon über viele Jahre. Dann haben wir als nächstes eine ganz neue Sorte hier im Versuch. Die heißt Aliente. Auffällig war in diesem Jahr, dass die Verunkrautung tendenziell etwas höher war wie in der anderen Sorte. Und was man aber auch noch erwähnen muss, vom Bundessorteamt ist der Kornertrag mit der Stufe 9 eingestuft. Das heißt einfach mit einer sehr hohen Ertragserwartung. Als nächste Sorte hätten wir Stau verbracht. Die war letztes Jahr überdurchschnittlich vom Ertrag her mit 45,5 Dezitonnen pro Hektar. Auch in der mehrjährigen Auswertung auf jeden Fall ertraglich über dem Durchschnitt. Sie hat mit 22,6% beim Feuchtkleber besser abgeschnitten, wie zum Beispiel Polcura vorne. Also auf jeden Fall über dem Durchschnitt, aber eben nicht ganz so hoch wie der Zollernspelz. Dann hätten wir hier als nächstes Conforte, auch noch als ganz neue Sorte, das erste Jahr mit im Versuch. Sie ist relativ langstrohig, beim Lager ist sie aber trotzdem vom Bundessorteamt mit 4 eingestuft. Und hier kommen wir noch zum Spelz Alprobin. Die Besonderheit an der Sorte ist, dass das Korn sich eigentlich rot verfärbt. Das kann man immer noch kurz zeigen, weil jetzt einfach, wenn der Bestand schon relativ weit entwickelt ist, dann sieht man das. Einen Moment. Also hier sieht man das, dass das einfach fast so eine rötliche, lila Färbung bekommt. Das wäre vielleicht gerade interessant für so Bäckereien, die da draußen Spezialgebäck machen möchten mit einer bestimmten Färbung. Ansonsten war die Sorte letztes Jahr unterdurchschnittlich vom Ertrag her mit 39,7 Dezitonnen und auch die Qualität eher im unteren Bereich mit 20,1% beim Feuchtkleber. Also eher ja, so vielleicht eine Spezialität oder einfach eine Besonderheit. Dann hätten wir hier als auch ganz neue Sorte den Asturin. War auf jeden Fall auffällig, dass er eine sehr gute Massebildung im Frühjahr gehabt hat und dadurch eigentlich auch eine gute Unkrautunterdrückung. Daneben haben wir dann den Albertino. Der ist jetzt auch schon mehrere Jahre bei uns im Versuch und zeichnet sich aus durch sehr hohe Erträge. Letztes Jahr mit 45,8 Dezitonnen pro Hektar, auch mehrjährig einfach ja, überdurchschnittlich beim Ertrag. Dafür aber die Qualitätsergebnisse hier in Ochsenhausen auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Letztes Jahr mit 19,6% beim Feuchtkleber. Dann hier als nächste Sorte nur Zollernfit. Die hat letztes Jahr überdurchschnittlich abgeschnitten beim Ertrag mit 47,2 Dezitonnen. In den Jahren davor aber auch schon unterdurchschnittlich. Das heißt, der Ertrag ist einfach nur sehr schwankend. Müssen wir mal gucken, wie sich der weiterentwickelt. Was bei der Sorte aber tatsächlich auffällt, ist die relativ hohe Anfälligkeit gegen Septoria, die man jetzt schon mehrere Jahre im Versuch beobachten kann. So, hier kommen wir jetzt zu der bekanntesten Dinkelsorte. Das ist der Oberkulmer Rotkorn.
Sie ist relativ langstrohig und man sieht es auch schon jetzt im Versuch, dass einfach schon eine gewisse Lageranfälligkeit da ist und einfach die Sorte jetzt schon langsam ins Lager geht. Es ist auf jeden Fall die Sorte hier, wo das am stärksten im Moment der Fall ist. Ansonsten war es in den vergangenen Jahren so, dass der Oberkulmer Rotkorn immer sehr gut abgeschnitten hat bei den Qualitäten, also einfach die beste Feuchtkleberwerte geliefert hat. Dafür aber der Ertrag einfach eher im unteren Bereich war im Vergleich zu den anderen Sorten. Dann hier daneben noch der Gletscher als tendenziell spätere Sorte. Sie hat in den Vorjahren eigentlich immer ganz gut abgeschnitten, ertraglich im Durchschnitt im vergangenen Jahr mit 42,5 Dezitonnen, in den Vorjahren teilweise auch überdurchschnittlich. Die Qualitätswerte im vergangenen Jahr bei 22,4% Feuchtkleberwert, auf jeden Fall über dem Durchschnitt. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Sorte. Dann hier noch der Frankentop. Letztes Jahr durchschnittlich vom Ertrag mit 43,4 Dezitonnen pro Hektar. Das gleiche gilt auch für die Vorjahre. Er hat in der Schossphase eine sehr gute Massebildung gezeigt. Und dann als nächste Sorte noch Zollernperle. Bei der ist es umgekehrt wie beim Zollernspelz. Das heißt, der Ertrag ist eigentlich immer relativ gut. In den Vorjahren war es auch so, nur letztes Jahr, da war der Ertrag nur im mittleren Bereich bis unteren Bereich mit 41,8 Dezitonnen pro Hektar. Und als letzte Sorte haben wir hier noch den Alboretto. Der war im vergangenen Jahr durchschnittlich vom Ertrag her mit 43,7 Dezitonnen, die Feuchtkleberwerte unterdurchschnittlich mit 19,3%. Also tendenziell ähnlich wie der Albertino, aber der Alboretto war eben letztes Jahr das erste Jahr bei uns im Versuch. Das heißt, da müssen wir einfach mal gucken, ob sich der ähnlich dann jetzt auch entwickelt von den Erträgen und von der Qualität her. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu unserem Einkorn. Da haben wir dieses Jahr vier Sorten im Versuch. Man sieht schon auf den ersten Blick, die Entwicklung ist nicht ganz so weit wie in den anderen Wintergetreide. Es sieht doch noch relativ grün aus. Wir haben aber auch schon die erste Auffälligkeit beim Lager. Man kann schon sehen, der Halm ist einfach relativ dünn und die Pflanze dadurch nicht so standfest. Die erste Sorte hier im Versuch ist Enkidu. Hat im vergangenen Jahr eher unterdurchschnittlich abgeschnitten im Vergleich zu der anderen Sorte. Dafür mit sehr guten Qualitätsergebnisse, Feuchtkleber bei 29%. Daneben haben wir noch Aurifex. Das ist eine Sorte, die zwar letztes Jahr auch im Versuch war, von dem wir aber im vergangenen Jahr keine Ergebnisse haben. Das heißt, da müssen wir erstmal einfach schauen, wie die Ergebnisse in diesem Jahr ausfallen. Und als nächstes noch die Sorte Monomax. Die zeichnet sich aus durch sehr hohe Erträge. Letztes Jahr mit 28,4 Dezitonnen pro Hektar. Auf jeden Fall die beste Sorte bei den Einkörnern. Dafür eben die Feuchtkleberwerte im unteren Bereich mit 26,2%. Und als letzte Sorte noch Aquino. Das ist eine Sorte, die überdurchschnittlich beim Ertrag abgeschnitten hat mit 29,1 Dezitonnen und auch sehr gute Qualitätsergebnisse geliefert hat. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass das Einkorn eine absolute Nischenkultur ist. Das heißt, der Anbau empfiehlt sich nur, wenn man schon vor dem Anbau sicher ist, an wen man das Einkorn dann verkaufen kann oder wie man das einfach vermarkten möchte. Das Gleiche gilt eigentlich genauso für den Emmer. Nur ist der einfach im Anbau noch vielleicht etwas verbreiteter und auch bekannter. Beim Emmer haben wir hier dieses Jahr auch vier Sorten mit dabei. Die erste Sorte ist der Rote Heidfelder. Bei dem war dieses Jahr auffällig der sehr starke Gelbrostbefall. Also der war wirklich massiv. Im vergangenen Jahr, da war der Gelbrost eher weniger ein Thema. Da hat der Rote Heidfelder ertraglich sehr gut abgeschnitten mit 35,3 Dezitonnen pro Hektar. Die Qualitätsergebnisse waren dafür nicht ganz so gut, letztes Jahr bei 19,5% Feuchtkleber.
der Neber des Späts Alpjuwel. Es ist eine Sorte, die wenig gelbrostanfällig ist und auch in diesem Jahr einfach nur lang gesund ausgesehen hat. Die hat letztes Jahr mit 33,2 Dezitonnen etwas niedriger abgeschnitten wie der Rote Heidfelder, dafür aber mit 23% Feuchtgeberwert einfach deutlich höhere Qualitätswerte. Sephora, das ist eine Sorte, die eigentlich auch immer relativ gesund ist, also wenig Gelbrost zeigt, was aber teilweise ein Problem sein kann, das sieht man jetzt auch da, das ist doch die etwas höhere Lageranfälligkeit. Letztes Jahr hat sie ertraglich sehr gut abgeschnitten mit 35,7 Dezitonnen und auch gute Feuchtgeberwerte erreicht mit 23%. Und daneben als letzte Sorte nur den Ramses. Das ist ja eine sehr bewährte Sorte von der Erträge her, aber eher im unteren Bereich. Letztes Jahr mit 33,2 Dezitonnen pro Hektar. Mehrjährig einfach unterdurchschnittlich. Sie ist eher gelbrostanfälliger, wenn auch nicht so stark wie der Rote Heidfelder. Und auch bei der Sorte ist teilweise das Lager einfach ein Thema, die Lageranfälligkeit.